Hey, ich bin Alessandro Miller von Gitarre lernen online, deinen Kanal zum Gitarren- und Musikuniversum. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist, schön eure lachenden Gesichter heute wieder zu sehen. Heute geht es darum, wie du die Pentatoniken hernehmen kannst als Improvisationskonzept und als Anfänger ganz leicht schon anfangen kannst, damit zu improvisieren. Und zwar nehmen wir heute die Moll-Pentatonik. Ja, ich sag Moll-Pentatonik, weil es gibt eine Moll-Pentatonik und eine Dur-Pentatonik. Die Dur-Pentatonik, die kannst du aber von Anfang an vergessen, die braucht kein... Jeder Gitarrist benutzt nur die Moll-Pentatonik zum Improvisieren. Und da gibt es ein paar super Konzepte, die erkläre ich heute. Intro! Penta kommt aus dem Griechischen und bedeutet 5. Die Pentatonik ist demnach die 5-Tonleiter. Im Gegensatz zur normalen Dur-Tonleiter besteht die Pentatonik nur aus 5 Stufen, und zwar die 1, die 3, die 4, die 5 und die 7. Bei der Pentatonik fehlen somit die 2. und die 6. Stufe. Also ist die Pentatonik irgendwie eine Dur-Tonleiter, aber eine abgespeckte Version davon. Außerdem besteht sie aus nur 2 Töne pro Saite jeweils und ist deswegen sehr angenehm zum Spielen und zu merken. Es gibt außerdem die Dur- und die Moll-Pentatonik. Die Dur-Pentatonik, die musst du nicht zwingend wissen. Transkribiert man jetzt berühmte Solos von Bands wie AC/DC oder Guns N' Roses oder Led Zeppelin, dann wirst du merken, dass das Lied in Dur ist, der Gitarrist aber in Moll denkt, in der Moll-Pentatonik denkt. Dazu aber später mehr. Es gibt 5 Boxen der Pentatonik. Diese solltest du auswendig wissen. Unbedingt, sonst wirst du als Gitarrist wenig bis keine Chance haben, jemals im Musikbusiness richtig durchstarten zu können, beziehungsweise frei improvisieren zu können. Bestenfalls noch, merke dir dazu die jeweilige Funktion, sprich die jeweilige Stufe, also wo die ganzen Einsen, die ganzen Dreien, die ganzen Fünfen und so weiter sind. Die erste Box startet immer am Grundton des Liedes, und zwar auf der dicken E-Seite. Da ist nämlich immer deine 1, davon gehst du immer aus. Die restlichen 4 Boxen hängen zusammen. Die sind ineinander verwachsen. Das sieht man, wenn man sich jetzt die Pentatonik hier anschaut, dass diese passt genau hier rein. Oder der Teil hier passt genau hier rein. So wie auch das Ende. Die Töne hier sind dieselben wie die Töne. Und der Grundton ist immer auf der dicken E-Seite. Immer hier. Übrigens wird bald mein Komplettkurs über die Pentatonik für dich auf meiner Homepage zur Verfügung sein. Es gibt da noch so immens viel zu wissen und das ist einfach viel zu viel Information für ein einziges Video. Deswegen werde ich da noch einen ganzen Kurs darüber machen. Ich denke hier mittlerweile gar nicht mehr in die Pentatonik-Boxen. Ich habe mittlerweile ein Schablonendenken entwickelt. Und das ist auch mein Ziel. Ich will dir nicht nur die Pentatonik-Boxen an und für sich mitgeben, sondern auch das komplette Verständnis über das Griffbrett. Also dass du in allen Lagen sofort weißt, wo improvisieren. Das Problem haben nämlich viele Gitarristen. Sie wissen ihre 1, sie wissen, wo sie starten müssen. Okay, da ist ihre Moll, da ist ihre erste Box, die da. Aber von da aus haben sie jetzt keine Ahnung, wo am Griffbrett genau jetzt diese Box ist. Also wenn sie raufrutschen am Griffbrett, um in einer höheren Lage zu improvisieren, haben sie keine Ahnung, in welcher Box sie sich befinden. Und genau darum geht es auch viel in meinem Kurs. Nämlich, damit du auch dieses Schablonendenken entwickeln kannst. Ich meine damit, dass du in den Boxen selbst ganz viele Akkorde sehen kannst. So denke ich praktisch. Schablonendenken meine ich eben, ich sehe ganz viele Akkorde in den Boxen selbst. Das gibt dann nochmal so immens viel Freiheit. Auf Patreon gibt es übrigens wie immer die PDFs, die Tabs und ein super geiles Backing-Track zum Üben. Du kennst jetzt schon ein bisschen die erste Box, dann öffne den Backing-Track in A-Moll und versuche einfach die Töne irgendwie kreuz und quer zu spielen. Am Anfang noch ohne Groove, ohne Rhythmus, es sind nur richtige Töne dabei. Dann kommen noch langsam hinzu Licks und dann wirst du merken, dass mit ein bisschen Groove das Ganze dann schon ziemlich gut klingt. Der Grundton eines Liedes und folglich das ganze Lied ist entweder in Dur oder in Moll. In der Musik gibt es ja diese zwei großen Gleichgewichte, Dur und Moll.
Und ein Lied kann entweder in Dur oder in Moll sein. Das sieht man am Grundton. Also der eine Akkord, der Grundton, um den sich alles andere dreht. Und so, das ist entweder in Dur oder in Moll. Wenn jetzt das Lied in Moll ist, ist es logisch, du benutzt die Moll-Pentatonik. Mit Grundton, wie davor gesagt, auf der dicken E-Seite. Wenn das Lied jetzt in Dur ist, hast du mehrere Optionen. Eine davon ist es, alles in die Moll-Denkweise zu verschieben. Nur Denkweise. Das heißt, die ganze Band spielt das Lied weiter in Dur, alles ist happy und so. Du, Gitarrist aber, denkst in Moll. Und zwar in sogenannten Paralleltonarten. Das erkläre ich jetzt noch kurz und knackig. In meinem Komplettkurs wird das dann aber ganz schön übersichtlich erklärt. Und zwar gibt es sogenannte Akkordfamilien. Jeder Dur-Akkord hat einen parallelen Moll-Akkord und jeder Moll-Akkord hat einen parallelen Dur-Akkord. Das sieht man auch im Quintenzirkel ganz genau. Äußerer, innerer Quintenzirkel, die hängen zusammen. Der Abstand ist immer eine kleine Terz, also eine kleine 3. Und zwar, wenn du von Moll nach Dur denken willst, dann gehst du eine kleine Terz rauf. Wenn du von Dur nach Moll umdenken willst, dann gehst du eine kleine Terz runter. Ist also ein Lied jetzt in A-Dur, dann denkst du in der Paralleltonart. Wie gesagt, Dur zu Moll, kleine Terz runter. Und die kleine Terz nach unten ist die Note Fis. Das bedeutet, du kannst von Fis Moll die erste Box spielen. Die erste Box der Pentatonik. Und von dort aus die ganzen anderen 5 Boxen, insgesamt 5 Boxen, anhängen. Die zweite Option ist es. Hör mal gut zu. Du kannst ein Moll-Solo über einen Dur-Akkord spielen. Du kannst aber nicht über einen Moll-Akkord ein Dur-Solo spielen. Das bedeutet, ist ein Lied jetzt zum Beispiel in A-Dur, kannst du trotzdem auf der dicken E-Seite von der Note A weg die Moll-Pentatonik spielen. Im Grunde genommen hast du jetzt praktisch 2 Positionen, wo du mit der Moll-Box, also mit der ersten Box, anfangen kannst. Und zwar entweder auf der Paralleltonart oder auf der Tonart selbst, wenn das Ganze in Dur ist. Also ist dein Grundton jetzt A-Dur, kannst du, wie gesagt, entweder über ein A-Dur-Akkord die Mollbox spielen oder die Parallele. Kleine Terz runter ist der Abstand, bist du da auf der Note Fis. Und kannst jetzt über einen A-Dur-Akkord ein Fis-Moll-Solo, Fis-Moll-Pentatonik, erste Box, spielen. Alles klar soweit mit der Moll-Pentatonik? Falls du Fragen hast, schreib sie mir bitte in den Kommentaren. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich beantworte jeden einzelnen. Gib mir auch ein Like, falls dir das Video gefallen hat und was gebracht hat. Und abonniere auch bitte meinen Channel, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Auf meiner Patreon-Seite verlinke ich die Pentatonik und das ganze Material nochmal ganz genau. Wir sehen uns nächste Woche. Danke fürs Zuschauen. Tschüss!